So, heute bin ich unterwegs. Guten Morgen! Ich habe mir eine App gekauft, die ich unbedingt testen möchte, weil diese App erkennt angeblich Pflanzen. Und ich kann alle Pflanzen erkennen, die App. 92% Erfolgsquote, wenn man richtig fotografiert. Und ich habe mir die Anleitung durchgelesen und ich werde jetzt hier im Park gehen, in den Wald gehen und werde mir verschiedene Pflanzen gleich abfotografieren. Und ich bin sehr gespannt, ob sie ja, das erkennt, weil wenn das so wäre, wäre das ja wunderbar für alle Rohkost- und Wildkräuter-Enthusiasten, weil die können dann einfach so ja, durch die Lande streifen und ja, mit dieser App dann erkennen, ob man die essen kann oder nicht und das dabei natürlich dann auch lernen, sodass man dann irgendwann vielleicht keine App mehr braucht. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Hier ist es zum Beispiel eine Brombeere, ob es eine Brombeere erkennt. Das ist jetzt hier der Brombeerstrauch und ich will einfach mal hier so ein schönes Blatt abfotografieren, ziemlich deutlich. Also erster Versuch, Rubus pennsylvanicus. Also es ist eine Blackberry stand da. Es ist halt eine Brombeere. Also zumindest hat er ein Bärenblatt erkannt. Und ich weiß nicht, also ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, das ist nicht die Brombeere, was ich da gesehen habe. Blackberry ist, glaube ich, obwohl, doch klar, Blackberry. Also gibt es die schwarze Johannisbeere, heißt das Blackberry oder die Brombeere? Naja, egal, er hat eine Beere erkannt. Wahrscheinlich ist es die Rubus, ich habe es euch erzählt, wie es heißt, ich habe es jetzt wieder vergessen, Kurzzeitgedächtnis. Er scheint sie erkannt zu haben. Ich sage einfach mal 1 von 1 bisher. So, der zweite Versuch ist hier, das ist eine Plantane, glaube ich, mehr weiß ich darüber nicht. Mal probieren. Ja, er hat zumindest erkannt, dass es eine Plantane ist. Ich konnte auf dem Bild jetzt nicht verifizieren, was das für eine Plantane ist. Ja, gut, er hat zumindest die Plantane erkannt. Also sagen wir mal einfach mal 2 von 2. Also Hagebutte hat er nicht gefunden. 2 von 3. Ich werde jetzt mal einfach mir das einfach aufschreiben. Ich werde jetzt nicht alles abfilmen und werde euch dann am Ende ein Fazit zu der App geben. Ich kann euch jetzt schon sagen, die App ist nur teilweise auf Deutsch. Die Pflanzenbezeichnungen sind auf Lateinisch. Manchmal steht ein englischer Begriff dazu. Macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, weil man hat immer auch die Auswahl, dass entweder das, wo er sich sicher ist, dass es ist, oder halt noch ein paar andere. Und dann sieht man ein paar Bilder und einen lateinischen Namen. Und von daher macht es jetzt nicht so einfach. Andererseits lernt man die lateinischen Begriffe. Und ja, nicht verkehrt. So, ein Resümee. Ich habe die App jetzt 40 Tage getestet und die Erkennungsquote ist 59%. Das ist echt nicht viel, aber die App lernt. Die App wird immer besser und du kannst selber, wenn du irgendwas identifiziert hast, das auch hinschicken und die evaluieren das dann und wird dann mit integriert. Die Community ist richtig aktiv, das wächst total. Es gibt quasi nichts Vergleichbares als App, was schon die Größe erreicht hat. Und es gibt auch oft zumindest, also die Pflanzengruppe schon ganz gut an und du lernst halt. Und du lernst halt eben auch die lateinischen Namen, was durchaus ein Vorteil ist, weil das sehr universell einsetzbar ist. Überall, wo du auf dem Globus bist, der lateinische Name, ja, das ist halt immer das Gleiche und du hast eigentlich nicht diese hunderte verschiedene Arten von Bezeichnung für eine Pflanze, sondern eben diesen lateinischen Begriff. Und aus dem lateinischen Begriff werden ja auch Pflanzenfamilien gebildet. Und das macht eigentlich Sinn und von daher muss ich sagen, ist die App trotz dessen, dass sie wie beworben nicht 80% oder 90% erkennt, auch wenn man das ordentlich fotografiert, doch wirklich sinnvoll. Sie ist sinnvoll, insbesondere bei Bäumen, bei Sträuchern, bei Wildkräutern würde ich sagen, ist ungefähr so 40% die Erkennungsquote. Das heißt, wer jetzt schauen will, was er isst, ob das essbar ist, ja, die App lohnt schon, weil man sich damit auseinandersetzt. Man googelt dann und man setzt sich wirklich aktiv mit den Pflanzen auseinander und dafür lohnt es sich. Es kostet ein paar Euro. Es gibt auch mal eine Aktion, wo es nur 99 Cent kostet bei diversen App abgefahren oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Und von daher lohnt es sich schon, die App mal drauf zu machen. Und ja, von mir aus gibt es eine positive Rezension, aber immer mit dem Hinweis, es ist nicht so gut, wie sie beworben wird, aber sie ist wirklich gut. Mir macht es auch total Spaß. Ich tue halt immer mal neue Pflanzen versuchen kennenzulernen und ob es die dann ist. Und essen kannst du sowieso fast alles. Es wird immer gefragt, ja, was kann ich denn essen? Die Frage müsste lauten, was kann ich nicht essen? Weil du kannst fast alles essen. Sowohl Bäume als auch Sträucher, Gras. Du kannst fast alles essen. Es gibt sehr wenig, was du nicht essen kannst. Und das schmeckst du meistens direkt, was du nicht essen kannst, wenn du zumindest schon ein bisschen Wildkräutererfahrung hast. Und von daher, ja,
Gut. Wo ich die App noch nicht ausprobiert habe, ist bei Pilzen. Keine Ahnung, ob das die App kann. Das habe ich einfach nicht auf dem Schirm, weil ich sehr selten in den Wäldern unterwegs bin, sondern meist ja, irgendwie ja, normal draußen, sage ich mal. Also bin da und bin auch nicht so der große Pilzfinder, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich übersehe die meistens. Mich haben sie früher nicht ganz im Pilztrip mitgenommen. Gut, okay. Also, von mir, ja, wie gesagt, positive Erfahrungen. Erkennt circa die Hälfte aller Pflanzen, aktive Community und man lernt selber was. Wenn ihr Bock habt, ladet euch die App runter und dann, vielleicht hat einer von euch diese App PlantSnap und möchte seine Erfahrungen teilen, dann bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich und ja, nicht mehr weiter PlantSnappen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Guten Morgen!